Also Mädchen, ihr seid alt genug. Ich will ganz ehrlich mit euch sein. Euer Vater ist mit seiner kleinen schwedischen Sekretärin nach Schweden durchgebrannt. Ist alles in Ordnung? Ich bin am Ende. Er wohnt hier nicht mehr, Danny. Er existiert nicht mehr. Er existiert nicht mehr? Was heißt das? Danny, du bist ein Baseballstar, also rede über Baseball. Ich will nicht mehr über Baseball reden. Sie sind mal mein Idol gewesen, jetzt finde ich's. Oh. Ich glaube, du hast unseren letzten Zuhörer vergraut. Wo ist eure Mutter? Oben, sie duscht gerade. Soll ich dir den Rücken abtrocknen? Was machst du hier? Ich habe überhaupt nichts gesehen. Kennst du eigentlich das Wort Privatsphäre? Deine Töchter haben mich zum Abendessen eingeladen. Und ich lasse mich immer gerne einladen, das weißt du ja. Was ist so komisch? Nichts, nur so viele Frauen. Verwirren mich irgendwie. Naja, was soll ich sagen? Ich habe 4 Töchter. Eine, die mich hasst, und 2 oder 3, die in diese Richtung tendieren. Du siehst bezaubernd aus und dein Gesicht ist so hübsch rund und gesund, einfach zu anklappern. Mein Gesicht ist rund? Oh Gott, nein. Ich habe mit rund doch nicht rund gemeint. Suchst du immer noch Arbeit? Du bist der Größte. Erzähl das lieber mal deiner Mutter. Ich habe den Job. Welchen Job? Bei Danny als Produktionsassistentin. Ach, Gott, die... Meine Güte. Ich weiß, dass das einerseits viel zu schnell geht und nicht richtig ist. Und andererseits? Ich wähle 10-mal am Tag deine Nummer und leg wieder auf. Du solltest sie heiraten, Danny. Ich weiß nicht, eure Mutter ist nicht so einfach. Wenn ich mit dir zusammen bin, Terry, und mit deinen Töchtern, dann spüre ich, dass es in meinem Leben noch viel gibt, das gelebt werden muss. Vielen Dank.